Mit dem Bau einer Rampe als barrierefreien Zugang zum Friedhof in Reinhardtshausen ist ein lang gehegter Wunsch des Ortsbeirats und der Bürger von Reinhardtshausen in Erfüllung gegangen. Vorher war der Zugang eine Treppe, die stark sanierungsbedürftig war. In die Rampe investierte die Stadt Bad Wildungen rund 18.000 Euro. Nach einem lang gesehnten Restaurationswunsch der Treppe konnte jetzt aufgrund einer Idee durch die Stadtverwaltung diese wunderbare Rampe verwirklicht werden und somit der Reinhardtshäuser Friedhof auch einer Barrierefreiheit zugeführt werden, was in der heutigen Zeit sehr wichtig ist, da wir ja immer mehr Leute mit Gebrechen haben und aber auch junge Mütter, die mit ihren Kinderwagen eventuell mal die Großeltern oder Eltern besuchen wollen auf dem Friedhof. Und von da ist es jetzt nach langen, langen Jahren endlich zum Abschluss gekommen und ein wunderbares Projekt geworden. Eine Frage noch an den Bürgermeister. Es liegt an einer schnell befahrenen Kreisstraße, dieser barrierefreie Eingang, kein idealer Zustand. Ja, da haben Sie leider recht, dass es kein idealer Zustand ist, aber da es sich um eine Kreisstraße handelt, sind die Einflussmöglichkeiten seitens der Stadt, hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung umzusetzen, sehr begrenzt. Es ist schon mehrfach angesprochen worden und auch angeschrieben worden, aber seitens des Kreises erfolgte da bisher keine Reaktion. Leider. Leider. Danke. Bitte. Ja, wir bedanken uns im Namen des Ortsbeirats sehr, sehr herzlich bei der Verwaltung für die gute Idee, hier eine Rampe zu bauen. Wir hatten ursprünglich die Sanierung der Treppe gefordert und eine Rampe ist natürlich eine wesentliche Verbesserung für den Zugang für unsere Bürger mit Rollstuhl oder Rollator oder auch die Eltern mit Kinderwagen. Das ist eine ausgezeichnete Idee und auch die Umsetzung ist sehr gut gelungen von der Optik her und auch von der abflachenden Ausführung. Vielen Dank.